Einen wunderschönen Montagabend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, Sie hatten ein erholsames Wochenende. Auch jetzt können Sie sich entspannen. Lehnen Sie sich zurück, denn wir haben in den kommenden 30 Minuten die Nachrichten aus Ihrer Region für Sie. Und das sind einige unserer Themen heute. Im Einsatz, unterwegs mit dem Deutschen Roten Kreuz. Erfolgreiche Bilanz. Die Kreissparkasse Biberach ist mit dem Geschäftsjahr 2016 zufrieden. Wettbewerb. Erstes Mountainbike-Rennen in Bad Waldsee. Und April, April. Das Wetter zeigt sich wechselhaft. Und damit guten Abend. Es ist stockdunkel. Kaltes Wasser strömt mit hoher Geschwindigkeit durch die teils engen Höhlengänge. Und doch lebt unter der Erde zwischen Donau und Aach, einem Zufluss zum Bodensee, eine Vielzahl von Tieren und Organismen. Der Höhlentaucher Joachim Kreiselmeier hat jetzt mit einer Entdeckung eine wissenschaftliche Theorie widerlegt. Er hat den nördlichsten Höhlenfisch weltweit und den einzigen in Europa gefunden. Die Biologin Jasminka Beermann vermutet in den Karsthöhlen der Aachquelle eine eigenständige Population dieser Fische. Keine Schuppen, winzige oder gar keine Augen und kaum Farbe. Der Höhlentaucher Joachim Kreiselmeier hat in der Aachhöhle, aus der ein Zufluss zum Bodensee entspringt, eine Fischart entdeckt, die man bisher nicht kannte: den ersten Höhlenfisch Europas. Die Konstanzer Biologin Jasminka Beermann hat diese Art mit Hilfe von Kollegen in Berlin und Oldenburg bestimmt. Der Höhlenfisch ist zugleich derjenige, der weltweit am nördlichsten lebt. Bisher waren Wissenschaftler in den USA immer davon ausgegangen, dass so weit nördlich kein Höhlenfisch existieren könnte, weil dort die Eiszeitgletscher ein Leben unmöglich gemacht haben. Die Population im Bodenseefluss hat sich jedoch erst nach der Eiszeit entwickelt. Um eine Population über so einen langen Zeitraum zu erhalten, müssen mehr Individuen vorhanden sein. Und wir gehen davon aus, dass einfach weiter in diesem Aachhöhlensystem drin noch eine größere Population sein muss, von mehreren tausend Individuen vielleicht sogar, die sich dann eben auch über diesen langen Zeitraum da halten konnte oder sich dort entwickelt hat und auch dann auch diese Anpassungen entwickelt hat, die wir heute sehen, also diese reduzierten Augen und die der Verlust der Pigmentierung, diese Sachen, die müssen ja erst im Laufe der Zeit entstehen. Und dafür braucht es eine stabile Population, die sich immer nur miteinander fortpflanzt, sodass diese ganzen Merkmale dann auch erhalten bleiben. Die Höhlenfische sind 5 bis 10 Zentimeter groß und haben keine Schuppen. Eine Pigmentierung der Haut gibt es nicht und die Barteln sind doppelt so lang wie bei den bekannten Schmerlenarten. Joachim Kreiselmeier hat die Fische entdeckt. Er taucht in den Aachhöhlen seit über 30 Jahren. Als Mitglied des Vereins Freunde der Aachhöhle ist er sehr an dem Höhlensystem interessiert, durch das das Wasser aus der Donau unter anderem über die Donauversickerung zwischen Imding und Möhring in Richtung Aachquelle fließt. Am 22. August 2015 hatte Joachim Kreiselmeier das erste Exemplar entdeckt. Das war richtig begeisternd. Man sieht den Fisch, die Jungfische sind pigmentlos, man sieht die Blutgefäße durchschimmern. Das war was ganz Besonderes. Ich konnte vielleicht erahnen, dass es was Neues ist, was Besonderes ist durch das Aussehen, weil ich sowas vorher noch nicht gesehen hatte, beziehungsweise von anderen Höhlenfischen kannte. Aber ich kannte sowas noch nicht von der Aachquelle und war deshalb so begeistert. Die Fische sind genetisch bestimmt. Die wissenschaftliche Arbeit ist von Forschern in den USA überprüft worden und zur Veröffentlichung jetzt freigegeben worden. Jasminka Beermann möchte jetzt wissen, welche Gene für die Anpassung verantwortlich sind. Sie würde gerne eine Laborpopulation aufbauen und weiterforschen. Ob diese Fischart auch einen eigenen Namen bekommen wird, das weiß Jasminka Beermann nicht. Zu den Kurznachrichten. Beim Quartalsappell der Bundeswehr in der Pfullendorfer Stauferkaserne hat Kommandeur Carsten Janel die fragwürdigen Ausbildungspraktiken, Mobbingfälle und Misshandlungen bei Aufnahmeritualen in der Vergangenheit angesprochen. Die betroffenen Soldaten seien bereits zur Rechenschaft gezogen worden oder würden es, sagte der Oberst über die Dienstvergehen einzelner Ausbilder des Ausbildungszentrums Spezielle Operationen. Gleichzeitig blickte Janel optimistisch auf die Zukunft des Ausbildungszentrums. Neben dem Ausbau der Infrastruktur werde auch die Erweiterung der Personalstruktur der Neuausrichtung Rechnung tragen. Janel ist Nachfolger von Oberst Thomas Schmidt, unter dessen Führung sich in der Pfullendorfer Kaserne demütigende Rituale und sexuelle Nötigungen in der Truppe zugetragen haben sollen. Kleinflugzeug abgestürzt.
Beim Absturz eines Sportflugzeugs in Leutkirch im Kreis Ravensburg hat sich ein 65-jähriger Pilot schwer verletzt. Laut Polizei verlor der Mann bei einer Start- und Landeübung am Sonntagnachmittag die Kontrolle über sein Flugzeug. Mehrere Menschen auf dem Parkplatz des Flugplatzes erlitten einen Schock. Zwei Autos wurden beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt 70.000 Euro geschätzt. Lebensgefahr besteht bei dem schwer verletzten Piloten den Angaben zufolge nicht. Volksbank trennt sich von Vorstand. Wilfried Deile, Vorstandsmitglied der Volksbank Weingarten, ist offenbar unfreiwillig ausgeschieden. Auf Anfrage heißt es, Deile werde nicht mehr in den Vorstand zurückkehren. Und das kurz vor der Fusion der Volksbank Weingarten mit den Raiffeisenbanken Ravensburg zur VR-Bank Ravensburg-Weingarten. Nun gibt es Gerüchte, dass die Fusion gefährdet sei. Raiffeisenbank-Vorstandsmitglied Arnold Müller mache sich aber keine Sorgen, dass die Fusion jetzt platzen könnte. Ein erfreulicher Trend ist bei den Kirchengemeinden spürbar. Die Zahl der kirchlichen Trauungen steigt an. Auch wurden in Markdorf im Jahr 2016 insgesamt 143 Kleinkinder getauft. Markdorf und die Teilorte seien insgesamt eine sehr junge Region, so die beiden Pfarrer. Auf der anderen Seite bleibt aber auch das Niveau der Kirchenaustritte nach wie vor hoch. 54 evangelische und 82 katholische Gemeindemitglieder sind im vergangenen Jahr aus der Kirche ausgetreten. Insgesamt bleiben beide Gemeinden stabil. Spendensumme erarbeitet. Kinder und Jugendliche aus 20 Schulen im Landkreis Ravensburg haben eine Spendensumme von fast 31.000 Euro erarbeitet. Sie haben im vergangenen Jahr an der 7. Auflage der Aktion Mitmachen Ehrensache Jobben für einen guten Zweck teilgenommen. Bei einer Feierstunde in einer Wangner Realschule wurden die Schecks für soziale und gemeinnützige Projekte überreicht. Insgesamt 660 Firmen und Betriebe sowie 360 Privatpersonen machten als Arbeitgeber mit und entlohnten die arbeitenden Schüler. Der Skaterplatz bei der Hängebrücke in Sigmaringen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag von Unbekannten besprüht worden. Die Bilder zeigen teils obszöne Graffiti-Zeichnungen und Sprüche. Wie die Polizei berichtet, wurden die Hindernisse der Skateanlage mit roter Farbe und ferner auch eine kleine Holzhütte angesprüht. Die Polizei sucht nach Zeugen und geht von mehreren 100 Euro Sachschaden aus. Bregenzer Deklaration. Zum Abschluss des World Future Forums in Bregenz hat der Weltzukunftsrat eine Bregenzer Erklärung veröffentlicht. Die Ratsmitglieder aus aller Welt, darunter auch Barack Obamas Schwester, sehen Klimawandel und nukleare Bedrohungen als akute Gefahr für die Menschheit. In der Erklärung haben die 50 Fachleute aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur Themenschwerpunkte für das kommende Jahr festgelegt. Im Sinne zukünftiger Generationen will sich der Rat unter anderem mit erneuerbaren Energien, Kinderrechten und dem Klimawandel beschäftigen. Sparkasse steigert Bilanzsumme auf 3,2 Milliarden Euro. Dies ist ein Plus von 0,6% im Vergleich zum Vorjahr. Der Jahresüberschuss nach Steuern bezifferte sich auf 7,1 Millionen Euro. 25 Millionen wurden in die Vorsorgereserve verschoben. Die Kreissparkasse wird im zweiten Halbjahr für ihre Firmenkunden eine Verwarngebühr einführen. Diese tritt bei juristischen Personen bei einem Freibetrag von mindestens 500.000 Euro in Kraft. Unterwegs im Rettungswagen. Wie ein Arbeitstag beim Deutschen Roten Kreuz in Tuttlingen aussieht, was neben Einsätzen auf der Wache an Arbeit ansteht, das sehen Sie gleich bei uns. Bleiben Sie dran. Wir in der Gewinnerregion zeigt Ihnen die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Am Montag um 8.15 Uhr und am Donnerstag um 20.30 Uhr bei Regio TV. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Bis dann. Wenn Sie sich in einer Notfallsituation befinden und die 112 wählen, erreichen Sie über die Nummer eine sogenannte Rettungsleitstelle. Und dann kommen irgendwann Sie ins Spiel. Rettungsassistenten, Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter vom Deutschen Roten Kreuz. Wie Ihr Alltag aussieht, das durften wir bei der Rettungswache in Tuttlingen miterleben. Ein Rettungswagen auf dem Weg zum Einsatz. Mit Martinshorn braust er über die Landstraße. Die Hilfsfrist in Baden-Württemberg liegt bei 15 Minuten. Wetter und Verkehr die größten Hindernisse. Am Steuer sitzt Benedikt, Rettungsassistent beim Deutschen Roten Kreuz in Tuttlingen. Jeden Tag kümmert er sich um verletzte Menschen jeglicher Art. Wo Menschen in irgendwie sozialer Not sind, das ist manchmal viel bedrückender. Oder da macht man sich viel mehr Gedanken drüber als bei ganz schweren Unfällen, wenn man dort
eher so funktioniert und dort das abruft, was man gelernt hat, da macht man sich dann weniger die Gedanken drüber. Notruffolge, Rettungsdienst, guten Tag. Hier gehen die Notrufe ein, bei der integrierten Leitstelle in Tuttlingen. Ein Disponent entscheidet dann anhand der Meldung, welches Fahrzeug zum Einsatz kommt. Ein Rettungswagen bei lebensbedrohlichen Erkrankungen, der Krankenwagen für beispielsweise Transporte zum Arzt. Mit dem Handy die 112 wählen und den Notruf melden, das geht schnell. Und genau das ist mittlerweile ein echtes Problem. Oftmals ist dann so, dass der Disponent im Rahmen des Telefonates feststellt zusammen mit dem Anrufer, es handelt sich ja gar nicht um ein Notfallbild, das vielleicht jetzt durch den Rettungsdienst abgearbeitet werden muss, sondern vielleicht reicht auch ein Besuch beim Hausarzt. Ja, und das stellt man schon oft fest. Thorsten Lang ist der Leiter der Rettungswache Tuttlingen. Schon seit 20 Jahren arbeitet er in diesem Beruf. Heute sind für die Notfallrettung 5 Personen im Einsatz, darunter auch Benedikt und seine Kollegin Maria. Sie sind mittlerweile bei einem Arbeitsunfall in einem Industriebetrieb. Der Mitarbeiter hat eine stark blutende Kopfverletzung. Nach einer ersten Untersuchung steht fest, der Mann muss ins Krankenhaus, die Wunde genäht werden. Auch wenn es heute glimpflich ausgeht, oft sind die DRK-Mitarbeiter die ersten vor Ort bei schlimmen Unfällen. Maria kann den Beruf trotzdem von ihrem Privatleben trennen. Also ich kann sowas gut verarbeiten. Ich komme dann halt nach Hause und denke da eigentlich meistens gar nicht mehr drüber nach. So. Und ich denke mal, wenn man einen Einsatz hatte, der einen beschäftigt, hat man auch Familienangehörige oder Freunde, mit denen man darüber reden kann. Und auch das gehört zum Berufsalltag, Fahrzeuge durchchecken und putzen. An manchen Tagen sind es nicht sehr viele Einsätze, dann steht die Versorgung und Unterhaltung der Wache an. 12 Stunden dauert eine Schicht, zu tun gibt's immer was. Man arbeitet sehr viel, aber es ist halt so, dass man viel abwechslungsreiche Sachen erlebt im Job. Und man hat zwar seinen Berufsrahmen, in dem man, sage ich mal, arbeitet, aber man kann jeden Tag neue Sachen erleben und das ist eigentlich das ganz Schöne daran. Es wird nie langweilig. Kein Einsatz ist wie der andere, doch eine Sache bleibt immer gleich. Jeden Tag helfen die DRK-Mitarbeiter Menschen. In diesen Tagen ziehen viele Banken und Unternehmen Bilanz. Wie war das vergangene Geschäftsjahr? Wie können wir uns verbessern? Auch die Kreissparkasse Biberach hat bei ihrer Bilanzpressekonferenz über aktuelle Zahlen informiert. Und auch die Gebühren für Abhebungen am Geldautomaten waren Thema. Die Kreissparkasse Biberach ist mit dem Geschäftsjahr 2016 sehr zufrieden. Das sagte Vorstandsvorsitzender Günter Wall bei einer Pressekonferenz am Freitag. Das Kundengeschäftsvolumen aus Einlagen, Krediten und Wertpapieren ist auf 6,64 Milliarden Euro gestiegen. Der Jahresüberschuss hat um fast 2% auf 6 Millionen Euro zugenommen. Die Kreissparkasse Biberach weist nun eine Kernkapitalquote von 21% aus. Damit könne man gut gerüstet in die kommenden Jahre blicken. Auch das Netz aus 45 Filialen soll so bleiben. Wir setzen weiterhin auf Beratung in der Fläche und haben an unserem Geschäftsstellennetz keine Veränderungen vor, aus Überzeugung, weil Online-Quote ist das eine, aber wenn mehr als 50% der Privatkunden bis heute keine Online-Banking-Geschäfte machen wollen, dann bestätigt uns das, dass unsere Filialen mit hochqualifizierten Mitarbeitern auch weiterhin eine Zukunft haben wird. Während bei einigen Sparkassen für Abhebungen am Geldautomaten inzwischen eine Gebühr verlangt wird, soll es bei der Kreissparkasse Biberach so bleiben wie bisher. Bei uns wird das Abheben am Geldausgabeautomaten nach wie vor nichts kosten bzw. in der Pauschale für ein Girokonto enthalten sein. Zum 1. Juli wird es an der Spitze der Kreissparkasse Biberach einen Wechsel geben. Auf Günter Wall folgt dann Martin Bücher. 120 Mountainbiker sind vergangenen Samstag sprichwörtlich über Stock und Stein um die Wette gefahren. Denn in Bad Waldsee hat das erste Bad Waldseer Bank-Mountainbike-Rennen stattgefunden. Wie die Fahrer selbst die Strecke fanden und wer am Ende als Erster ins Ziel fuhr, erfahren Sie nach einer kurzen Pause. Wertvolle Zutaten, wertvolle Gerichte, wertvolle Gäste. Feuerlein kocht wertvoll. Jeden Sonntag um 18.30 Uhr nur auf regel.tv. Im Kabel und auf Satellit.
Vom Hobby-Mountainbiker bis zum Profi. Das erste Bad Waldseer Bank-Mountainbike-Rennen am vergangenen Samstag war für jeden gedacht. Und der Andrang war groß. Aus Platzgründen mussten die Veranstalter fast die Hälfte der Anmeldungen zurückweisen. Am Ende seien sie aber mehr als zufrieden gewesen. Anna Kratki hat die Fahrer gefragt, wie sie die Strecke und die Veranstaltung insgesamt fanden. Es war eine Premiere und ein voller Erfolg. Das erste Bad Waldseer Bank-Mountainbike-Rennen. Denn gleich 120 Fahrer gingen vergangenen Samstag in Heisterkirch bei Bad Waldsee an den Start. Trotz Wettbewerb herrscht eher kameradschaftliche Stimmung anstatt Konkurrenzkampf. Der als Favorit gehandelte Mountainbike-Profi Daniel Gatthoff aus Vogt fährt am Ende als Erster ins Ziel. Das war schon eine Herausforderung, aber ich komme vom Marathonbereich, also von den langen Distanzen. Dementsprechend trainiere ich auch, dass ich eben 4 Stunden ein hohes Tempo fahren kann. Und diese 30 Minuten oder 36 waren es jetzt, das ist für mich dann herausfordernd, weil dann die Jungen, die ein bisschen spritziger sind, da schon ordentlich Gas geben, mich auch jagen. Und da musste ich schon auch ans Limit gehen. 3 Runden à 5 Kilometer müssen die Fahrer zurücklegen. Die Strecke ist ein Mix aus künstlich angelegten Hindernissen und natürlichen Wegen. Sie verläuft auch über den in Bad Waldsee bereits seit mehreren Jahren existierenden Saubad-Trail. Als schnellste Frau fährt Froni Weiß vom Starnberger See über die Ziellinie. Es war eine tolle Stimmung. Die Männer waren alle fair, das ist auch nicht so selbstverständlich. Und die Streckenposten haben eine super Stimmung gemacht und die Zuschauer. Also hat echt Spaß gemacht und die Strecke selber war auch wirklich top. 10 Monate haben die Veranstalter André Frank, Wolfgang Rentschler und Patrick Lenig das Rennen vorbereitet. Sie erhielten so viele Anmeldungen, dass sie am Ende sogar noch zahlreichen Fahrern absagen mussten. Wir haben den Saubertrail seit 2-3 Jahren und man wird immer wieder von den Jugendlichen angesprochen, dass wir mehr machen sollen. Und ja, dann kam der Gedanke zum Rennen und ja. Ob das Rennen ein zweites Mal stattfinden werde, sei noch nicht sicher. Die Tendenz spreche aber eher dafür, sagt Frank. Die aktuellen Ereignisse rund um den Regionalsport haben wir jetzt für Sie in unserem Regio-TV-Sportflash. Weingarten holt wichtigen Sieg. Die Fußballer des SV Weingarten haben sich in der Landesliga deutlich von den Abstiegsrängen abgesetzt. Weingarten gewann sein Heimspiel am Sonntag gegen den vorletzten Sportfreunde Schwenny mit 4:0. Weingarten war von Beginn an die dominante Mannschaft. Die Gäste hatten keine Chance. Der Vorsprung des SVW auf die Abstiegszone beträgt 8 Spieltage vor Saisonende 7 Punkte. Abermals ohne Zählbares sind die Landesliga-Handballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach am Wochenende geblieben. In einem ausgeglichenen Spiel warfen die Hausherren zu viele Bälle weg. Vor den eigenen Fans unterlag die Hefler Spielgemeinschaft dem SC Vöhring 1 in der Fischbacher Sporthalle mit 24:27. Die Handballer der HSG Friedingen-Mülheim sind am Ziel. Mit dem souveränen 36:18 Auswärtssieg in Herrenberg sicherten sich die Handballer vorzeitig die Meisterschaft der Landesliga. Die Donautäler griffen von Beginn an die Initiative und lagen bereits nach 20 Minuten vorentscheidend mit 14:5 in Führung. Für die HSG Friedingen-Mülheim ist das bereits der 3. Aufstieg in die Württembergliga. Jetzt haben wir die besten Veranstaltungen auf einen Blick für Sie. Die Preisträger des Ravensburger Kupferle 2015 kehren zurück in die Stadt. Hildegard lernt fliegen. Die Jazzband mit ihren progressiven Kompositionen spielt am Freitag, den 7. April um 20 Uhr in der Zehntscheuer in Ravensburg. Mit Charme, Witz und immenser Spielfreude fliegen die Herren durch einen Stilmix aus Jazz, Schauspiel, Geräuschen und Nonsens. Die Vokalartistik von Andreas Scherer steht dabei im Zentrum der Performance. Das lateinische Wort Inventio kann man sowohl mit Erfindung als auch mit Entdeckung übersetzen. Einen besseren Titel hätten Jean-Louis Martinier und Marco Ambrosini diesem Konzertabend nicht geben können. So ist Marco Ambrosini einer der wenigen Musiker, die die Nyckelharper außerhalb der schwedischen Folktradition einsetzen. Und Jean-Louis Martinier hat in ähnlicher Weise das Akkordeon aus seinem üblichen folkloristischen Bezugsrahmen geholt.
Der erste von drei Wettbewerbsabenden bringt vier außergewöhnliche Solokünstler aus den Sparten Kabarett, Musikkabarett, Comedy und Varieté. Glanzlichter für Freunde des Genres oder die Gelegenheit für alle, die die faszinierende Vielfalt der Kleinkunst kennenlernen wollen. Auf der Bühne stehen Archie Klepp, Martin Frank, Thomas Schreckenberger und Christoph Spörk. Los geht's morgen Abend um 20 Uhr. Kaum hat der April begonnen, macht das Wetter auch schon wieder, was es will. So wie der Himmel heute über Röthenbach im Kreis Ravensburg, wo sich eine zögerliche Sonne und diesige Wolken miteinander abgewechselt haben. Wie es morgen wird, das haben nun die Experten für Sie. Einen schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei RegioTV. Wir hatten ein schönes Wochenende und auch das kommende Wochenende wird 1A und dazwischen gibt es so einen kleinen Absturz. Zum Wohle der Natur, dass es mal ein paar Regenfälle gibt mit dieser schwachen nördlichen bis nordöstlichen Strömung. Da wird alles an Feuchtigkeit gegen die Alpen gedrückt und das staut sich zurück. Und dann haben wir hier Richtung Nordmeer noch ein Tiefliegen. Das bringt feuchte und kühle Luft um dieses Hoch herum und die kommt nach Wochenmitte gerade am Donnerstag. Und dann folgt das Hoch vom Atlantik und es geht eben aufwärts. Alles der Reihe nach. Der Dienstag startet mit vielen Wolken, die Sonne zeigt sich kaum und es fällt immer wieder Regen. Im Laufe des Tages lockern die Wolken auf und es bilden sich neue Schauer und Gewitter. Freundlicher wird es vor allen Dingen am Oberrhein etwa vom Kaiserstuhl nordwärts, dann Richtung Kraichgau und rüber Richtung Taubertal. Hier scheint häufiger die Sonne bei nur lockeren Wolken. Und je weiter wir dann eben wieder Richtung Schwarzwald und Alb kommen, desto häufiger gibt es Schauer und Gewitter. Im Regen sind es gerade mal so 11, 12 Grad mit Sonnenschein bis zu 17 Grad. Rund um den Bodensee schaut es eher trüb aus. Es fällt immer wieder Regen, später kommen Gewitter dazu. Mehr als 11 bis 13 Grad sind nicht drin und das fühlt sich auch klammkühl an. Aber die Natur freut sich darüber. Am Mittwoch gibt es ebenfalls noch ein paar Schauer. Der Donnerstag wird kühl. Ab Freitag setzt sich die Sonne durch und nach frischen Nächten erwarten uns nachmittags dann über 20 Grad. Das war's leider schon wieder von uns für heute. Ich darf mich nun von Ihnen verabschieden und hoffe natürlich, dass wir uns auch morgen Abend wiedersehen. Denn dann haben wir selbstverständlich wieder die aktuellen Nachrichten aus Ihrer Region für Sie. Bis dahin, lassen Sie es sich gut gehen. Tschüss und bis morgen.